Meine Damen und Herren, here in the Lorberg Schenke on the Mount Lorberg of Frankfurt, this is the new edition of Bembel und Gebabbel. Was ist Mr. Gnadenlos? Ihr habt es eben schon gemerkt, vor seinem Urteil fürchten sich alle Prominenten, die bei Let's Dance dabei sind. Herzlich willkommen, Joachim Lampi. Du kommst ursprünglich aus Duisburg, bist aber schon seit 1997, oder? Kann das sein? 1997 ja. In Frankfurt. Was hat dich nach Frankfurt verschlagen? Die Börse. Die Börse. Ja, ich war ja... Gelernter Banker, ne? Ja, ja. Und tanzen hast du aber schon vorher angefangen. Ja, mit 15 habe ich mal eine Tanzschule besucht, wahrscheinlich wie sehr viele hier im Raum, so mit in der 7., 8., 9. Klasse. Ich habe keinen einzigen meiner Kumpels besucht eine Tanzschule. Nein, ich finde es abartig, wenn du mit 15 in eine Tanzschule gehst. Bist du freiwillig oder hat dich irgendjemand... Nein, meine Mutter war 25 Jahre Sekretärin in einer Tanzschule. Ach, und die hast einen kostenlosen Kurs gekriegt. Verstehe. Wir haben im Haus gewohnt. Alles klar. Hat nichts gekostet und so, verstehe. Wir wollten ihn ja immer haben. Echt? Ja, ist ein Weichling. Könnte ich nicht bezahlen, ne? Bezahlen. Du glaubst gar nicht. Kannst du auch nicht tanzen? Ich kann ein bisschen tanzen, ja. Echt? Ja. Wir können ja mal seine Frau fragen. Warum wolltest du nicht? Kein Bock, ne? Ich weiß nicht. Nee, ja, bist doch immer noch besser als Dschungelcamp. Ernsthafte Anfrage war nie da. Echt nicht? Nein. Hör mal, 2020. Du hast mich immer so mal angesprochen, so zwischen Tür und Angel. Okay. Wir halten hier fest, ja, vor laufender Kamera. Heute hier. Unbedingt festhalten müssen, in meinen Verträgen mit den Gästen steht, wenn Geschäfte an diesem Tisch abgeschlossen werden, dass ich 20% von allem kriege. Du hältst dich die ganze Zeit schon fest an diesem Kopfhörer. Den musst du mal aufsetzen, weil wir machen jetzt noch ein Spiel. Ruhe jetzt und hinhören. Du müsstest zum... Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Jetzt mal wieder richtig.